Einen schönen guten Tag und ein herzliches Willkommen zurück hier beim CLP von World of Warcraft. Heute sind mit dabei Diddy Haut dich. Hallo. Fracky. Hallo. Quari. Guten Tag. Und Crazy Bane. Einen wunderschönen guten Hallo. So, wir sind hier in Winterquell angekommen und es geht dann auch gleich los mit den Quests, mit den Geisterperlen, die wir sammeln müssen. Gut. So. Rennt ihr denn schon wieder hin? Ich glaube, die rennen nach unten. Ja, hier sind doch ganz viele Bären hier unten. Ich glaube, wir können auch erst rübergehen und die anderen Quests annehmen. Das mit den Geisterperlen, das können wir dann nebenbei mitmachen. Was heißt denn rübergehen? Wohin rüber? Warte, folgt dem grünen Dreieck. Ja, die eine Quest halt erst abgeben und dann die nächsten mitnehmen. So. Genau, da wo man die abgibt, da gibt es dann auch gleich neue. Ah, okay. Von wegen, töte hier ein paar Bären und... Seit wann hast du den Bergbau? Hattest du das schon immer? Ja, Ingi. Wieso... Ich dachte, du machst Schreiber. Nee. Mit einem anderen Charm. Achso. Der Glyphenhans ist ein anderer. Jupp. Jo, jetzt gibt's hier gleich noch ein paar neue Quests. Fracky bekommt Geisterperlen. Ja. Moment, wenn Fracky Geisterperlen bekommt, dann bekommen wir die auch. Oben in den... Auf dem Weg, in den... Wie heißen die? Fußvolk. Da hatte ich bisher noch nicht eine drin. Ich glaube, nee, das ist wieder so eine Quest, wo jeder einzeln looten muss. Ja, genau, leider. Aber wir müssen auch Furbolgs töten, 15 Stück an der Zahl. Ist das eine von uns? Ja. Wartet auf mich. Oh. Vorne anhalten, Crazy. Geht das doch alles nicht, wenn sie weit weg sind. Müssen wir auf die anderen warten. Wo ist denn das Schweinchen her? Garnison. Obwohl, sicher? Ich guck mal. Warte mal, wie heißt denn das Schwein? Weißt du, wie das Schweinchen heißt? Siehst du das gerade? Musst du doch an deinem Buff sehen. Felshauer-Dingsbums. Felshauer. War das irgendwie ein Dungeon-Erfolg oder sowas? Nee, ein Händler in Darak, beziehungsweise in Aranada, aber kostet 10.000 Gold. Frostwall oder Mondstoß? Das ist dieser Kampfeber, ne? Genau. Der stand bei mir in der Garnison rum. Der Händler? Ja. Ja, hier sind keine Vorbeugs, dann hat hier schon einer getötet. Ja, ich habe da gerade Jäger unterwegs. Einen Raptor gesehen. Lasst uns den Jäger töten. Da oben. Also nicht mich. Ach, dieses Fleisch liegt hier noch rum, oder wie war das? Oder nee, das ist dann wirklich auch mit irgendeiner anderen Stelle. Kann ich noch nicht. Oh Junge, das wird jetzt wieder natürlich eine etwas längere Geschichte. End doch nicht so. Ja. Doch, bevor Diddy hier wieder, Ja. Ja, wenn ihr aber davon rennt, dann müssen wir noch mehr töten, weil ihr so weit weg seid. Ja, die haben alle nicht gezählt jetzt, ja. Ich hab jetzt gerade mal einen. Bei. Ja, hier unten ist tote Hose. Und die haben auch eine ewige Respawn-Zeit. Für die Viecher. Ja, weil hier nichts mehr los ist. Ja, wir könnten zwischenzeitlich auch die Ante-Quest machen. Und dann halt wiederkommen und hoffen, dass der Jäger dann nicht da ist. Ich kann auch nochmal eine Quest abgeben. Das auch. Na, dann gehen wir erstmal ab und dann gehen wir nach links runter. Rechts runter. Wieso haben wir denn eine Quest fertig? Wir waren am Topf. Am Topf, so. Ja. Ja, da war ich in den letzten Wochen öfter. Oh, Blutelfe. Ja. Tötet ihn. Weg damit. Und direkt daneben können wir das Herz von Reifpelz dann holen. Genau, habe ich ja da gesagt. Da ist noch einer. Ah, da. Ich hab ihn. Der hat auch keine Perle dabei. Gar nichts von dir. Keine Perle. Was geht euch durch den Kopf? Irgendeiner ist da zu weit gesprungen. Oh, da gibt's nochmal eins. Mehr Quests.
Achso, die im Teufelswald kann ich eigentlich mal abbrechen, ne? Prinzipiell. So. Machen wir den Eisbär jetzt hier drüben. Genau. Vorsicht, kleiner Bär. Das ist ja vielleicht ätzend, wenn man einen Hordencharakter auch noch spielt, dann hat man ja also von der Horde auch noch die ganzen Haustierdinger drin. Kann ich noch nicht sagen. Ja. Warum habt ihr Bärchen getötet? Müssen wir nur den da oben töten. Wey. Das ist zu weit entfernt. Ich muss die Atme von denen. Denke jetzt. Mein Loot. So, hat die da ein Herzchen? Ja. Saubär. Dann zurück. Wir können auch erst die Kiste und das holen. Nö, ich geh erst zurück. Kiste und den Schlick. Der Schlick, das dauert wieder ein bisschen. Das ist wieder so eine Sammelquest. Oh, guck mal, die trampelt auf der Stelle. Macht einen Kamelwalk. Oh, schieben. Da hängt jetzt wieder. Achso, jetzt darf ich... endlich mal irgendwas, was taugt. Kann ich alles nicht anziehen. Jetzt steht da auf der Stelle. Na, hat er jetzt seinen Disconnect bestimmt bekommen oder so. Ist offline. Hier ist ein Quest. Hier. Hä? Quest? Ach, da oben. Läufer der Winterfälle. Töten. Ja, ich wollte erst warten, dass ihr alle da seid. Kiste. Ja, wähl das Objekt. Und wieder zurück zum Abgeben. Ja, das sind wenigstens mal kurze Wege, nicht wie in Teufelswald. Wo du ewig und drei Tage unterwegs bist. Oh. Wie geht's? Oh, 11.000 Erfahrungspunkte, krass. Mit euch. Oh, ich muss mal eben was gucken, und zwar... Wir müssen auf Didi warten, ach, Didi ist wieder da. Bis 55. Hatte Didi nicht gesagt, der hätte den Anfang hier sowieso schon gemacht? Ja. Ah, okay. Also wärst du jetzt nur Mitläufer sozusagen. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir nach rechts weiser und machen den Oberhäuptling platt. Okay. Was ist das denn? Mensch, Schurke. Hanne! So, wann gibt's denn eigentlich? Mit 60 gibt's den nächsten Punkt zum Verteilen. Schön, schön. Oh, da sagst du gerade, also habe ich überhaupt meine Punkte alle verteilt. Oh, da vorne ist was zum Töten. Läufe. Ja, Didi braucht da noch die Kiste von dem. Nein, der hat doch die Quest schon gemacht. Nee, bei mir steht hier Dotten, dass er die Kiste noch braucht. Hm? Hab ich. Gut. Dann jetzt zum Häuptling ohne Bart. Ich habe kein Ziel. Das ist zu weit entfernt. Das steht immer noch auf. Noch nicht bereit. Wieder ein wildes Gemetzel. Ich brauche ein Ziel. Oh, irgendwie eine Quest fertig. Ach, war das schon der Häuptling? Das könnte der Häuptling gewesen sein. Nee. Was war denn das denn jetzt für eine Quest? Ja, ihr habt bestimmt die Fullburg schon fertig getötet. Ja, die 15. Nee, mir fehlen nur welche. Hast du vielleicht zufällig eine Dings eingesammelt, eine Halskette? Nee, gar nicht. Das war er. Yeah, Feuerwasser der Winterquelle. Zip, jetzt bin ich ein großer Zwerg. Habt ihr die Quest angenommen? Welche Quest? Die der im Inventar hatte. Ach ja, dann muss man. Ein Fuhrbold brauche ich noch. Jo. Oh. Oh, der hat Loot. So, jetzt damit bin ist ich hier fertig. Ich hab jetzt erst zwei Geisterperlen. Ich hab noch gar keine. Echt? Ach, dann ist es doch, weil ich hab jetzt da eine bekommen aus dem Ding. Und du nicht? Nee. Nee, das muss jeder selbst looten. Das ist. Also die dauert ewig. Ja, öde. Na, gehen wir jetzt erstmal Quest, aber ich meine, wenn wir sie nicht haben, dann ist auch nicht so schlimm, die eine Quest. Ja, eben. Es gibt darauf eh keine Folgequests. Das verstehe ich aber auch nicht. Mal machen sie Quests, wo jeder den Mob looten kann und dann machen sie wieder Quests, wo jeder einzeln looten muss. Das ist doch.
Das ist aus dem Grunde, diese Geisterperlen der Winterfälle, das sind Ruf-Items. Achso. Die kannst du auch außerhalb der Quest farmen, musst du auch für Ruf. Und deshalb muss die natürlich jeder dann selber machen. Das ist halt nur so jetzt die Vorquest von wegen, guck mal, du kannst deinen Ruf steigern, wenn du das abgibst. Ich bin ein großer Zwerg. Was erhöht das noch? Angriffskraft um 14. Sehr schön. Bringt mir zwar nicht besonders viel Angriffskraft, obwohl... Ne, ist ja Distanz. Oh! Hallo. GZ. Danke. So. Nehmen wir mal mit. Seid auf der Hut. Würdet ihr vielleicht nicht alle da drin stehen? Sonst kann man die gar nicht anklicken. Bleibt auf dem Boden. Das musst du einfach, wenn das Add-on released wird, mal machen. Hier beim Questgeber einfach mit so einem Riesentier und einem Wachstumstrank auf den Questgeber stellen. Ja, genau. Oh, ich stehe im Feuer. Hier ist auch kalt, ne? Dezent. So, dann schauen wir mal nach dem verdächtig grünen Schlick. Würdet ihr vielleicht warten, bis ich fertig bin? Ach so. Frauen. Musste noch ein Näschen pudern. Gesicht in den Schnee. Ihr könnt mich mal, ich geh gleich wieder. Blödärsche. Das war nicht sagen alle, da stehe ich drauf. Nein, nicht alle. Der Heiler ist okay, alle anderen sind doof. Vielleicht mal einschleimen. Ihr seid kacke. Nur, dass ihr es wisst. Wieso? Das ist gelebte Emanzipation ist das hier. Oh, es lohnt sich gar nicht, für die Dinge abzumorden. So, bin ich mal gespannt. Das müsste jetzt wieder so eine Quest sein, wo jeder dann das Zeug looten kann. Hoffentlich. Ah, da drüben gibt's was. Grün Schleim, hier bei Grün. Ich bin außer Reichweite. Das war ja so lustig damals zu. Was war denn das für ein Add-on? Pandaria war das. Das ist zu weit entfernt. Pünktlich um Mitternacht war ja der Release und dann ging das los. Oder musstest du ja auf dieses Luftschiff, ne? Damit du dann rüberkommst nach Pandaria. Und ich bin quasi noch mit der ersten oder zweiten Fuhre bin ich rübergekommen und danach hat das Schiff rumgepackt. Das war total lustig. Sind die Leute nicht mehr rübergekommen und haben halt übelst rumgemault. War das nicht mit dem dunklen Portal zu Warlords of Draenor auch ähnlich? Ich meine, da hätte ich auch irgendwas gehabt. Nee, war ist irgendwie... Oder mir ging es jedenfalls so, ich habe dann Ewigkeiten vor der Garnison gestanden und bin nicht reingekommen. Ich weiß nicht, Draenor habe ich eh erst einen Monat später angefangen, von daher. Wo seid ihr denn schon wieder alle? Hier bei dem See. Ich bin doch bei dir in der Nähe. Ja, du als einziger. Alle anderen habe ich nicht gesehen. Na, da vorne ist, nee, wer ist das denn? Crazy Erzstibitzen. Ich sehe schon, das kommt noch zu offenen PvP-Kämpfen hier. Ja. Ja, wir haben hier ein Erz. Wir machen jetzt mal eben schnell ein Duell. Und zwischenzeitlich kommt irgendein anderer und nimmt das weg. Das wäre lustig. Sowas hasse ich ja immer, wenn man Quests macht, sich den Weg frei kämpft und dann läuft einfach einer an ihm vorbei und nimmt das ein. Und legt den. Und legt den Questmob. Oh, da hinten gibt's nochmal einen Schleim. Die hier, die Wasserelementare droppen den aber auch. Ja, aber hier, der hat, glaube ich, einen, weil der glitzert. Genau, der hat einen. Bin fertig. Auch. Oh. Sehr schön. Fehlt noch jemandem irgendwas? Ja, die Perlen. Was tut's? Die Perlen fehlen noch. Ja, die Perlen. Ach nee, die braucht auch noch. Ich muss näher ran. Ja, braucht noch Schleim. Hier glitzert noch was. Ich habe kein Ziel. Zwei. Dieser Zauber kann ist ich nicht looten. Das ist zu weit entfernt.
Ja, wenn du es nicht looten kannst, da ist noch ein Quest-Item drin. Also hier vorne. Ja. Ja. Fertig. Ah, sehr schön. Dann geben wir doch eine Runde ab. Seid ihr dann so Leute, also Crazy oder Freaky, seid ihr dann so welche, die dann, wenn das Addon rauskommt, extra Urlaub für nehmen, um das dann durchzuspielen? Ich brauche da keinen Urlaub für nehmen. Nee, also ich nicht. Also ich habe schon an den, was war denn das für ein Tag, war das, weiß ich nicht mehr. Eigentlich immer mittwochs. Am Mittwoch. Nee. Also ich habe zwar an dem Abend dann zwar geguckt, als ich von der Arbeit kam, aber da das eh so geleckt hat und man da eigentlich gar nicht rein kann, habe ich gedacht, auch kommen die 20 bis zum Wochenende. Ja, Never Play on Patch Day oder wie war das? Ja. Ja. Wollte es auch eigentlich machen und ich hatte vorher noch irgendwie einen anderen Charakter gelevelt gerade, aber man kam auch nicht mehr in diese normalen Instanzen rein, weil irgendwie alles zusammengebrochen ist. Ja, das ist immer total schlimm bei neuen Addons. Da kommen nämlich alle, die aufgehört hatten, kommen dann wieder, um zu sehen. Da steht schon wieder jemand auf dem Questmenschen. Ja. Wer hat jetzt ein Level up? Du? Ja. Das war ein Wohlwollend. Die Fraktion ist jetzt Wohlwollend leuchtend. Nee, also. Ich bin Stufe 54. Ja, bei mir war es aber ein, die Fraktion ist jetzt Wohlwollend leuchtend. Ja, bei mir auch. So. Oh, Diddy steht schon wieder auf Ort und Stelle oder schaut das nur so aus? Scheint der Realität zu entsprechen. Ah, okay. Ach, jetzt sehe ich es ja. Ja, offline, schade. Ach so, wir hatten von euch diese Stallquest schon gemacht. Die Stall, also, ne? Stallquest? Ja, für die Mounts von Ach so, Zeno. Ja. Wie lange dauert denn das? Weil ich habe das jetzt mal angefangen und bin gerade seit einer Woche dabei, diese komischen Leute zu töten da auf den Rücken der Tiere. Du kannst das eigentlich an einem Tag machen. Also an, sagen wir mal, 2, 3. Echt? Ja, du hast ja die verschiedenen Tiere, wo du dann zu den verschiedenen Leuten hin sollst. Genau. Und dann sollst du ja jeden 5-mal töten. Genau, 6. Ah, nee, 5-mal. Nee, 6-mal oder 5-mal? Ja, von jedem Tier halt auf dem Rücken. Ja. Und ich gehe da immer zu den Leuten hin und nehme erstmal jedes andere Tier, um den zu töten, weil das zählt dann. Und dann erst mit dem Mount, wo ich es machen soll, mache ich es dann immer als allerletztes. Ach, und es geht dann sozusagen ohne Quest, zählt es dann trotzdem für die Statistik. Genau, aber du brauchst halt zum Beispiel, wenn du zu diesem Windelementar sollst, kriegst du ja, ich glaube, das Schwein oder sowas, ne? Irgendwas, ja. Und dann nimmst du halt vorher den Wolf und das Flusspferd und alle anderen und ganz am Ende nimmst du dann erst das Flusspferd und dann zählt er für 5-mal. Das machst du dann auch bei der Motte und bei dem Wolf und so weiter. Ach, okay, cool. Weil sonst dauert das ja irgendwie... Ja, ich hatte das anfangs auch so gemacht, bis ich mir mal gedacht habe, bis ich aus Versehen mal ein anderes Tier hatte, wo ich mir dachte, Mist, jetzt zählt der nicht, jetzt darfst du das Ganze nochmal machen, da hat er doch gezählt. Und da habe ich mal rumprobiert und das ist eigentlich ein relativ einfacher Weg. Ach, okay, dann probiere ich das mal aus. So, gehen wir zur nächsten Quest. Jo. Die Geisterperlen lasse ich jetzt einfach mal liegen. Ich wollte gerade sagen, die breche ich auch mal ab. Warte mal, eigentlich müsste ich ja irgendwie auf so einem großen Tier müsste ich ja dann größer sein als Crazy. Ne, nicht als Crazy, sondern als... Oh, was ist das denn Schönes hier? Ich glaube, der war irgendwo weiter unten, oder? Mist, jetzt erstmal wieder finden. Bis ich den gefunden habe, ist die Zeit eh wieder rum von meinem leckeren Dingsbums. Wo gehen wir hin jetzt zu den Ruinen? Ja. Also ich habe jetzt nur noch 2 Quests zum Abgeben. Genau. Weil hier rechts wären eh nur die Geisterperlen gewesen. Das Schwänzchen von diesem Kernhund. So lustig. Der springt irgendwie wie ein Frosch. Magiestoff bekommen. Hat man ja eigentlich immer viel zu viel. Oh, Bergbau 23. Ja, da geht's vorwärts.
Also man kann sagen, ich habe noch nicht ganz so viel Bergbau betrieben. Na, jetzt kannst du ja überall leveln, das ist ja das Gute daran. Du, ich hatte gerade ein Vorkommen, da sagt er mir, geht erst mit 215. Die reichen Adamantit-Vorkommen. Ja. Nicht Adamantit, wie heißen sie? Thorium? Thorium. Thorium genau. Ist es, ja, ja. Aber die normalen kannst du eigentlich abbauen. In Draenor kann ich zum Beispiel gar nichts abbauen. Geht in Frieden. Weil du noch nicht nach Draenor kommst. Nein, ich meine mit meinem anderen Charakter. Ach so. So, da steht schon einer. Wo steht einer? Der Didi. Ach so. Kämpft ihr euch jetzt ums Erz? Weil Crazy Schaden bekommen hat. Nee, ich bin Sturzflug vom Berg runter aufs Vorkommen gesprungen, aber da stand der Didi schon dran. Was macht ihr denn jetzt? Naja, wir gucken mal, wir checken mal die Lage. Also. Ich kenne die Quest hier schon, deswegen renne ich jetzt einfach da durch. Ich habe keine Lust zu kämpfen. Das ist ja auch eine Einstellung bei einem Kampfspiel. Keine Lust zu kämpfen. Nee, hey, man muss ja auch nicht immer. Das ist ein Rollenspiel hier. Schmeißt du dir Zahlen an den Kopf? Ist das ein Schmuck, Angriffskraft? Ah, jetzt müssen wir töten, aber da können wir ja warten. Ja. Und dann zählt das nämlich für alle. Ja. Dann macht jeder zwei und dann sind wir fertig. Kann ich behilflich sein? Was ist das denn? Ich habe Rufe Gadgetzahn bekommen. Gadgetzahn? Ja, hier oben sind ja die Typen sind ja auch hier oben. Heißt denn das ewige Warte heißt das Ding? Na. Wer fehlt denn noch? Ja, Didi ist glaube ich noch am Ärzte sammeln. Ah. Kommt er. Auf die Kekse! Fertig? Hui! Los! Die Wilden alles angreifen. Eins. Zwei. Kann ich noch nicht sagen. Ich habe kein Ziel. So, ich brauche Gegner. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Komm nicht mal dazu, irgendeinen zu töten, weil die Fernkämpfer dich schon alle umgebracht haben, bevor ich ankomme. Fertig. Kann ich noch nicht. So, das war's. Jo. Ich hab nicht einen einzigen Angriff mehr. Du lässt dich ja nur ziehen, Mann. Ja. No. Seid gegrüßt. So, was nehmen wir denn? Gibt's hier irgendwas Tolles? Nö. Ja. Marvis, Knabberlis, Glücksbringer und Beute. So, jetzt müssen wir den einen Typen töten, ne? Genau. Ich habe viele Glücksbringer. Wollt ihr einen? Hier gibt's ja noch eine Quest. Ja. Ach nee, erst müssen wir jetzt den Typen holen, bevor wir den anderen töten. Dann irgendwie, hier ist doch auch diese Quest mit diesem komischen Kullern. Ja. Kullern den Geistpunkt. Halt. Jetzt sind wir alle. Hä, wo ist er hin? Nach hinten geportet. Teleproptet. Gut. Komm her. 55 werden wir, denke ich, nicht mehr ganz schaffen. Aber ich würde sagen, für zwei Aufnahmen würde dann doch einen ganzen Arsch voll geschafft, ne? Ja. Geht ja relativ fix. War Mondflausch. Wir werden siegen. Oh, recht mit dem Geist, da. So, genau, wieder alles töten. Oh, ich hab was getötet. Wie er sich freut. Das ist zu weit entfernt. Das lädt immer noch auf. Irgendwas schießt mit Frostblitzen. So. Nein, mit Eislanzen. Na dann, Quest abgeben. Da musst du die vorher einfrieren, dann bringt das mehr. Ja, aber so schnell sind die Mobs ja zu schnell tot, bevor ich da irgendwas, weiß schon, reißen könnte, bevor ich sie einfrieren kann. Du bist einfach zu langsam. Ja, hättest du doch Tempo nehmen müssen. So, wann haben wir den da?
Die Gerechtigkeit wird obsiegen. So, jetzt wieder dahinter dackeln. Junge, Junge, Junge. So, und der schickt uns jetzt dann, glaube ich, da hoch. Ich nur la. So. Und dann natürlich schön den Blubbis ausweichen. Was tötest du denn? Ich muss näher ran. Ich möchte ihn töten, den Mann, der die Blubbis wirft. Ja, ganz oben. 1800 Erfahrungspunkte, da das ein Vorkommen abzubauen. Hey! Komm da nicht hoch. Ja, du musst außenrum. Außenrum? Ja, außenrum. Rechts an der Klippe quasi lang. Ach so. Hilfe, ich werde angegriffen. Verteidige dich. Jedem so, wie er es verdient. Schön brav den Blubbis ausweichen, ne? Niemals. Ich warte dann hier oben auf euch. So viel zum Thema Blubbis ausweichen. Aua. Ey, wieso greift er mich an? Oh, da hat einer gepult. Da war der Arsch für dich. Hat jeder bekommen? Ja. Ja. Huch, jetzt. Hui. Klingt wie eine Trompete, das Ding hier. Ich bin schneller wie ein Vogel. Ich bin geehrt. So, wo schickt dann uns hin? Ich glaube, genau, jetzt müssen wir in die ewige Warte. Ich warte oben an der Straße. Können wir uns unterstellen? Unterstellen? Regnet's? Gleich. Sind ja alle da? Ja. 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 Dinger muss man nachher auch legen, falls wir das machen. Was? Ach, die Bäume? Ja, Frostholz. Na, mal gucken, mit, ich weiß nicht, ob ihr Lust und Laune nach Silithus habt. Mit 55 dann. War halt eine Weile unterwegs. Ich glaube, ich war dort überhaupt erst einmal. Ah. Ja, noch gar nie nicht. Gar nie nicht. Es ist, wo auch diese komischen Kriechtiere unterwegs sind, ne? Ja, da ist alles unterwegs. Ja. Ja, vergiss die Fliegenklatsche nicht. Ja. Das ist ja, da gab es ja damals ein schönes PvP-Event, damals zum Öffnen des Schwarzen Tores. Ach, hier unten in der Ecke ist das da unten drin. Oder ist der Ankirei da unten, ne, in dem Ding? Genau, dafür hast du damals dieses PvP-Event machen müssen. Kann nicht behilflich sein. Und das ist auch, wenn jetzt zum Beispiel ein Server neu aufmachen würde, dann musst du dann diese, ich glaube 200 Fragmente oder was das sind, musst du dann sammeln. Und dann öffnen sich die Tore von Anquirei und dann, wenn du da reingehst, bekommt quasi der erste Raid, der zum ersten Mal Setung legt, diese schwarze Anquirei-Drohne, die du auch außerhalb des Spiels, also außerhalb von Anquirei nutzen kannst. Gibt sie aber leider nicht mehr, da die Tore nicht mehr geöffnet werden. Oh, da ist noch eine Quest. Noch eine, ich sehe keine. Also, einmal hier. Das Haus kannst du liegen lassen. Warum? Die ist wieder oben für die. Na, oberhalb der Eisenschmiede. In den, in das Gebiet hoch. Das sind Heldenaufrufe. Ah, genau. Die hatten Heldenaufrufe für Silithus mit dabei. Oder verwüstete Lande, könnte man auch machen. Ich hab da gar keine Quest. Achso, Ich hab nur das hoch, so, das grollende Geröll. Ja, da brauchst du noch ein Level, brauchst du da noch. Mir zeigt der Erfahrungsbalken, zeigt mir an, ich hab 100% vom Level ab. Dann geh was töten. Komm, wir töten was.
Und ich sehe hier, ich brauche noch 650 Erfahrungspunkte. Haben wir gleich. Gib mir irgendwas zum Töten hier. Bist du hinter mir? Ich folge dir. Da ist was zum Töten. Hat gereicht? Ja, nein. Noch 4 Mobs. Sollten wir hinkriegen. Kann ich noch nicht. Level up. Jawohl. Oh, ich kann die ja kirschnern. Bin ich mal gespannt, ob ich jetzt eine Kirschnarre habe. Da müsstest du. Du bist jetzt 54, ich bin auch 54. Hey, wo wollt ihr hin? Wir haben nur nach euch geschaut. Achso. Uns geht's gut. Ach, das ist jetzt die Quest im Gasthaus, die ich nicht annehmen brauche, oder was? Jetzt ist die Frage, ob wir dann in der nächsten Session dann mal in die verwüsteten Lande wollen, weil da haben wir ja dann auch direkt das Portal nach Dingsgedöns hier in die Scherbenwelt. Oder ob wir sagen, wir machen hier jetzt noch weiter. Also ich würde schon fast sagen, dass da wir ja sowieso dann demnächst in die Scherbenwelt müssen, dass wir da verwüstete Lande direkt gehen, wa? Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir mal... Huch, ich bin zu dick. Hilfe! Hier. Also für die verwüsteten Lande. Schön, dass ich helfen konnte. Schönen Tag. GUT, dann würde ich sagen, ich teleprompte mich zurück nach Sturmwind. Beziehungsweise ich stelle hier erstmal so einen Verkaufstypi auf. Kann hier nochmal seine Taschen bei mir leer machen. Stimmt, das ganz gut. In der Stadt brauchen hat man ja sowieso so selten Händler. So, lass mal sehen. Weil nur so aus Langeweile stelle ich jetzt ein Portal. Wohin? Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Wo bist du jetzt eigentlich hin? Oh, der Meistermagier hat eine Quest für mich. Oh, die will ich haben. Was willst du haben? Kapuze. Kapuze? Ja. Dafür müssen wir in die Schwarzfelstiefen. Die Schwarzfelstiefen. Da kommen wir auch noch hin, ja, stimmt. Da müssten wir eigentlich, wenn ich mal gucke, dann schon. Obere Viertel kommen wir schon rein. Genau. Hat jeder repariert? Kann ich abmounten? Jo. Portallehrer. Gut. Teleproppte ich mich nach Sturmwind? Portallehrer sagt, ich kann noch nichts Neues lernen. Oh Gott, wo bin ich denn hier? Wo komme ich denn hier? Hier. Ganz ruhig. Ich bin verwirrt, ein geschlossener Raum. Durch Portal und dann die Treppe runter. Also die links. Ja, ich nutze meinen Ruhestein. Die 5 Meter hätte es jetzt auch laufen können. Sag das nicht, mein Kollege, mit dem ich im Moment spiele, der steht vor dem Gasthaus und teleportiert sich ins Gasthaus. Der Albern. Ja, so ist er. Wo ist der Lehrer? Da ist der Lehrer. So. Ach, da hinten sitzt er. Du. So. Lehrer, habe ich irgendwas Neues bekommen? Schaut mal nicht so aus. Mit dem Paladin kriege ich auch jetzt mit Level 66 wieder was. Das dauert ab und zu richtig. Ich brauche Elementarerde. Elementarerde. Ich verkünde, ich habe 2. Na, dank habe ich auch welche reingelegt. 1 oder 2. Fehlen nur noch 20 oder so. Ja, ungefähr. Ach, halt, stopp, Verzauberungsmensch. Ja gut, dann würde ich sagen, danke, dass ihr mitgemacht habt, ne? Gerne doch. Kein Problem. Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder mal heißt, auf zum CLP, ne? Mal gucken, wer dann alles wieder mit dabei ist. So rum wird ein Schuh draus. Okay, tschüss. 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 Wiedersehen.